Und da sind wir wieder back. Longfellow, weißt du noch, wo dieses komische Rattenviech ist, das wir killen sollen? Den Schiffsbrecher? Den sogenannten Hodenbrecher? Ich sehe nämlich echt nirgends hier. Also hier ist keine Markierung mehr. Ah, wir könnten natürlich noch gucken, ob wir über das... überwache die Frequenz. Ach, ärgerlich. Ärgerlich, oder? Welche Frequenz? Schiffsbrecher das? Kann der Longfellow vielleicht noch irgendwas dazu sagen? Ich habe gehört, dass ihr seit Jahren versucht, einen alten Nebelkriecher aufzuspüren. Ganz genau. Ich nenne sie Schiffsbrecher. Gerissenes Biest. Alle Harbor-Bewohner halten für mich nach ihr Ausschau. Ich schätze, sie haben dir gesagt, wie du sie mit dem Radio in deiner Nähe orten kannst. Ich denke, mit deinem ausgefallenen Radio... Ja. Ich sag dir Bescheid, wenn ich sie... Ich wünsch dir mehr Glück. Klar. Wenn du die Bestie siehst, wäre ich froh, wenn... Die Bestie hat über die Jahre einige meiner Freunde. Okay. Und wenn ich durch die Klauen der Bestie... Gut, dann nehmen wir ihn später halt einfach mit. Ich weiß nicht, was wir mehr wissen. Den alten Dumbock. Ich porte uns jetzt halt nochmal hier oben hin, weil vorhin war sie da oben an der... Irgendwo an der Küste. Hat man den Ding gesehen, ihr wisst schon, der Quest-Ziel-Marker. Das heißt, die ist da irgendwo. Mit viel Klick. Hier, guck mal, was passiert. Was wir da so Schönes finden. Go, go, Power Rangers. So. Jawohl. Da haben wir doch ein bisschen Signal hier. Wir gucken mal. 34,14. 37. Wohin laufe ich gerade? Aufs Wasser zu. Läuft. 41. 49. Das sieht gut aus. Es ist doch genau da, wo wir es vorhin gesehen haben. Oder der Schiffsbrecher ist da, wo wir ihn vorhin gesehen haben. Nur, dass er nicht mehr angezeigt wird. Fort der Wack. Okay. Mal schön speichern. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Ach du Scheiße. Okay. Ach ja, wir machen jetzt ja 100er Damage. Wie sagt ihr das zu, Albino, Balbino? Bambino. Critical! Boah, ja, die Augen. Das sagt ihm scheinbar überhaupt nichts zu. Ist ihm völlig egal, irgendwie. Was, ihr dreckigen Schweine? Das ist hoffentlich nur ein Fehler. Was sagst du dazu? Au! 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 Oh, fuck, fuck, fuck! Oh Gott, das Ding ist ja brutal. Holy cow. Oh, Kate liegt schon. Diese Viecher sind abnormal. Oh, ich habe auch noch daneben geschossen. Das ist genau vor mir. Wie geht das? Ja, es stuckt. Es stuckt zumindest da unten. Das ist schon mal gut. Kann ich das schön geben. Ah, die Waffe ist ja gleich leer. Wartet mal. Oh, wo haben wir denn die ganze Munition her? Komm, ich mache einmal ein Magazin rein. So. Und dann mal den Rest wieder schon. Let's go! Bye bye! Ach, der erste Schuss ging voll daneben. So. Kate, du bist ja noch am Start, ne? Du bist nur ein bisschen angedödelt. Schiffsbrecherlein 67. 62. 61. 64. Yeah. 74, da vorne ist es irgendwo. Das Kackvieh. Hier. Ha. Wahrscheinlich ist es da in dem kleinen Dorf. Also je nachdem, was es ist. Ich kann, weiß jetzt nicht genau, was es sein soll. Es ist jetzt eine. Wisst ihr, so eine ultra fette. So eine, einfach so eine Meierlack-Frau. Oh, halt. Es wird weniger. Oh, muss ich jetzt echt hier zum Wasser hin? Ja. Was ist da hinten eigentlich? Da sind irgendwelche Sachen auf der Insel. Also ich denke, wenn ich jetzt dahin schwimme, kommt es aus dem Wasser raus und dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Jetzt habe ich halt den Longfellow nicht dabei. Oh, 92. Ist doch weniger geworden, ne? 88, oder viel? 90. 91.
87? Hä? Ist da irgendwas? Oh Gott, was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, okay, ist das irgendwas, was schon tot ist? Hä? Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch ultra nah hier. Also ich habe doch gerade eben sogar den Ding bekommen. Den was war es? 97er Ausschlag? 98! Komm, das muss hier sein. Kann es sein, dass wir hier vielleicht in irgendeinem Fehler gelandet sind? Dass das einfach gerade nicht da ist oder sowas? Muss ich Longfellow dabei haben? Damit es geht? Okay, wartet mal ganz kurz. Wir hatten ja vorhin schon den Ausschlag auf der Karte. Das ist beim... Wir gehen mal kurz hier hin. Und gucken, ob es dann noch auf der Map ist. Wenn ja, laufen wir halt einfach hin. Dann haben wir jetzt halt nicht mit Longfellow gesprochen und wahrscheinlich auch nicht die Waffen verbessert, oder doch? Doch, der haben wir, glaube ich, verbessert und dann sind wir weitergelaufen, oder? Ja, wir gucken gleich. Das ist jetzt scheiße, das ist richtig kacke gerade. Ich hoffe, dass das nicht irgendein Fehler ist oder so. Oh, okay. Jetzt ist es da oben angezeigt. Alles klar, alles klar, alles klar. Okay, chill. Wir haben die Waffen verbessert, oder? Kurz mal nach der Schrott gucken. Ja. Dann hier einfach mal speichern. Ich nehme ihn jetzt halt direkt mit. Geht's los? Ja. Ich habe gehört, dass ihr sagt, ich, bla, 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 bla. Ich schätze, ich denke mit der... Ja, ja, ja. Die Bestie wurde gesehen. Ich würde dir gern helfen, sie zu finden. Ja. Komm mit mir. Suchen wir sie zusammen. Ich leg die Alp mal hier hin, einfach in die... in Longfellows Hütte. Ich folge dir. Was sagt ihr dazu? Gar nichts. Komm mit. Komm mit, du Ballsack. Jetzt müssen wir halt dahin schwimmen. Also ich... Bevor wir jetzt irgendwas riskieren, das Viech wieder weg ist, schwimmen wir einfach hin. Und holen uns die Ratte. Ah, hier kann man... Hier ist ja sogar eine Landverbindung. Das ist doch gerade mal super. Jetzt bin ich gespannt, was es ist. Wurde das mal beschrieben? Ich glaube, es wurde beschrieben, ne? Was es ungefähr ist. Na, egal. So, wir laufen am besten direkt übers Wasser oder am Wasser. Übers Wasser. Am Wasser entlang. Damit wir das Viech auch direkt sehen. Da vorne ist schon die Markierung und ja, wir sind auf dem Weg. Na. What do we got? Hey! Zeit für einen Drink. Ja. Well, the girls are so pretty. I first set my eyes off. Voll schön, wie der singt, der Mann, ne? Komm schon. Gleich sind wir da. Und dann, also ich wette, es ist doch so eine riesige Königin, so eine Trollerkönigin, weil das sind die einzigen, die auch so richtig im Wasser darum gammeln und wirklich so groß sind, dass sie... Obwohl, ne, wir haben ja schon diverse Viecher gehabt, die waren auch echt riesig hier aus diesem Bereich eben, aus dieser Insel. Diese, ja, Nebelkriecher, das hieß es ja vorhin auch im Dialog. Aber die sind doch nicht so groß wie diese Königin, oder? Die Nebelkriecher. Ich glaube, die sind nicht so groß. Das glaube ich nicht. Ich glaube, erst wenn ich tot bin. Es ist verschwunden. Okay, ich mache die verkackte Funkfrequenz an. Wie heißt das? Gestörte. Ist es hier oben drin oder was? Ah, da. Er ist schon am Ballern oder wie? Vielleicht wird es erst getriggert, wenn wir ihn dabei haben. Das kann sein. Bestimmt bei dem kaputten Schiff. Lass mich raten. Ist es bei dem kaputten Schiff? Würde irgendwie nicht ganz ausreichen, glaube ich. Von der Angabe her hier mit dem. Das ist ein Meierlurk. Das ist die gleiche Stelle, wo wir vorhin auch waren hier. Da vorne ist hier irgendwas. Fallenstelle. Oh, sie kommen mit den Kanonen. Er lacht. Ich zünd ihn an, er lacht. Ich müsste eigentlich so gut wie down sein, wenn die mich einmal treffen, oder? So viel Damage für die Dinger machen.
Ja, bei euch ist so ein Riesenvieh. Ich hab ihr das noch nicht gewusst. Okay, erstmal den kleinen down machen. Der hat einen Harpunen dabei. Oh Gott, zwei daneben geschossen. Sehr, sehr gut. Haut drauf, Longfellow. Haut drauf, haut drauf. Ah. Harpunen, Harpunen, Harpunen. 7 Harpunen, jawoll. Der hat auch 9 dabei gehabt. Speichern. Und eine Harpune. Hat er wahrscheinlich von seinem Mate in den Arsch geschossen bekommen. Ist das einfach der Schiffsbrecher, der Loser da? Oh. Der frisst jetzt irgendwie ganz schön viel und schnell, oder? Merkwürdigerweise. Oh, fuck! Nein! Das darf nicht wahr sein. Er musste eigentlich noch ultra lange nachladen. Er hat mir eben erst gegeben. Ach, shit. Wahrscheinlich hat das Nachladen komplett fertig getriggert. Das, die Headshot-Sequenz. Du bist so gut wie tot. Ja. Du Lurch, du Lausbub, du Verschissener. Longfellow, geh mal rein. Longfellow, es wäre so nice von dir, wenn du ihm richtig geben könntest. Du richtig brutalst. Boah! What? Okay, war das jetzt ein Critical? Der hat ja gefressen ohne Hände. Das ist deine Fanschwer zu entdecken, wenn du schleichst oder dich bewegst. Okay, das ist jetzt nicht so wichtig, aber die 7 Harpunen sind sehr wichtig. Die könnten wir jetzt benutzen bei Schiffsbrecher. Ich mache eine volle Speicherung. Eine große Speicherung. So. 70. 75. 80. Oh, da ist er ja. Ich glaube, der Longfellow hat vorhin gefehlt. Keine Ahnung. Ja. Dein Schiffsbrecher. Mach mal Schiffsbrecher kaputt. Mach dem kaputt. Oh. Sehr gut. Schiffsbrecher stark. Das ist schön. Na, 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 na. Gib alles, was du hast, Mr. Captain Igloo. Los. Hau mal mit jeder Waffe was drauf. Okay. Nein, 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 nicht umdrehen. Er hat doch so schön gestarkt. Oh. Ah, schön hier geblieben, genau. Oh, fuck. Wie er sich umdreht und mich anguckt. Baba, Schiffsbrecher, Baba. Boah, der frisst so unglaublich langsam, nur. Wisst ihr, wonach es da schreit? Da-da-da. Macht das überhaupt Damage? Irgendwie gar nicht, ne? Hallo? Oh, fuck! Zum Glück ist er nicht hinterhergerollt. Ah, nein! Der rutscht mir halt hinterher, der Bangard! Ja, oh Gott, ich hab mich richtig zurückgelehnt, weil das so eklig war. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem Viech machen soll. Ich denke, Crown Kick Mines müssen da einiges richten. Wir haben noch die Gamma-Patrone, Kanone. Patrone, ja, ja, wir haben ja gesagt, ich sag das jetzt immer nur noch. Kronkorkenmine. Wir haben noch 11 Stück. Falsche Waffe war das. Oh, fucking. Oh! We are so fucking fucked right now. Longfellow, kannst du bitte mal. Oh Gott, ja, sie stackt wieder sehr gut. Warte kurz. Das war eine Kryomine. Ach, so dumm. Es frisst echt nichts, das blöde Vieh. So gut wie nichts. Bye bye. Wow, hat das irgendwas gemacht? Gar nicht, das macht keinen Damage. Ist jetzt wenigstens gekrippelt, das blöde Vieh. Nee, ist es nicht. Ja, es ist angerichtet, halt die Gosch. Mach irgendwas mit dem blöden Kackvieh. Longfellow.
Was haben wir noch für Minen? Wir haben noch Plasmaminen. Vielleicht helfen die irgendwie. Komm her. Danke, dass du durch die Plasmamine läufst. Sehr nice von dir. Vielleicht läufst du jetzt beim Zurückgehen auf die Plasmamine. Komm, komm, komm. Da ist sie irgendwo. Es läuft einfach außen rum. Keine Ahnung, wo die ist. Da ist sie. Komm, ich gehe das dahin. Was für ein ellenlanger Fight. Es ist mutiert, oh Gott! Halt doch deinen Mund, Alter. Wo ist denn meine... Okay, wir speichern mal. Wir sind jetzt immerhin bei der Mutation angekommen. So, Longfellow liegt. Unser stärkster Mann ist hingefallen. Diese Waffe ist nun leer. Hier, du kleiner Schweinebär. Aha. Und jetzt gebe ich hier noch mit unserer Ultrawumme. Wir müssen auch sowas von Munition kaufen. Was für ein Riesenvieh. Aber solange Longfellow liegt, kann ich die hier. Kann ich die hier einfach stehen lassen. Okay, ob gerade mal noch eine Mine da, komm. Das zieht noch langzeitmäßig ein bisschen was ab, diese Minen. Das gesehen? Guck mal auf die Lebensanzeige. Also nicht lang. Wow! Ich bring mich gerade selbst um, warum sagt ihr denn nichts? Achtung, Kasperle, dein Life! Okay, was habe ich noch dabei? Ach, warte mal, unser Plasma-Ding. Haben wir unser Plasma-Wumme nicht verbessert? Ich schmeiß nur eine Kronkorken hier hin. Ja. Das bringt irgendwie null. Baseball-Granate. Ihr habt gesagt, die geht direkt beim Aufschlag hoch. Oder auch nicht. Kryo-Granate. Plasma-Granate. Hier. Wow. 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 Das Viech ist hingefallen. Richtig brutal. Ach, keine Muni mehr. Lass mal kurz speichern. Okay. Eben hatte ich noch irgendwas im Kopf. Ich weiß nicht mehr, was es war. Die Schrotflinte habe ich noch. Longfellow, bleib du mal da liegen. Ich versuche die wieder zum Stacken zu bringen. Bitte. Stack dich dahin, stack dich dahin. Genau dahin. Perfekt, perfekt, perfekt. So, was für eine Idee hatte ich noch? Ich hatte irgendwas Krasses gerade eben. Ach ja, die Plasmakulle. Irgendwas Krasses heute. Oh. Ich gebe ihr noch ein Critical mit. Wow, hat ziemlich viel gebracht gerade eben. Schade, dass er nicht mehr stuck. Habe ich noch ganz normale Splitterminen? Ja, ne? Splittergranaten könnte ich auch ein paar schmeißen. Oh, fuck! Oh Gott! Es war nicht geplant, dass mich das blöde Vieh trifft. Haua, 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 ha. Hier. Nein! Ach du mistiges Kackvieh. No money mehr. Ich, keine Ahnung, ob wir das hier noch fertig kriegen. Scheiß Vieh. Die war ja total ins Nichts geworfen. Wow! Das hat eben die Granate gefressen. Ah, wartet mal, wartet mal. Wir haben auch die Snipe. Die Snipe, die Snipe, die Snipe. So, ja. Boah, mit ultra viel Munition. Gebe ich halt mit dem Jagdboy noch ein bisschen was. Nein. Oh Gott. Oh, oh nein. Fuck. Oh mein Gott, leck mich doch am Arsch, ey. Ich glaube, wir sind einfach zu weak für das Ding. Das ist echt, also ich glaube es nicht nur, es war natürlich von vornherein klar, dass das echt starker Tobak ist hier.
Okay, ich versuch's mal mit einer Runde Jet. Ja! So. Ah! Ah! Nein! Ja, mein Arm, Monsieur. Also, du siehst es höchst richtig, dass mein Arm gerade gefickt wurde. Ah! Speichern, speichern, speichern. Fuck. Ja, jetzt rennt sie. Ja, sie kämpft! Sehr gut. Longfellow, wo bist du? Wo ist denn der Dödel? Wo ist denn der Dummkopf? Ich will ihn heilen, dass er ein bisschen mitschießt. Da liegt er rum. Hier drüben. Hier drüben. Longfellow! Okay, genug versteckt. So. Ja, Stuck, bitte vor dich hin. Einfach da. Nein, 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 nein. Ach Gott, ich wollte jetzt einfach mit Splittergranaten bewerfen. Und dann passiert sowas. So eine räudige Scheiße. Diesmal wirst du uns nicht entkommen. Ich glaube irgendwie schon, dass es uns entkommen wird, Longfellow. Ach, leck mich doch am Arsch, dieses dumme Vieh. Wann stackt das mal wieder? Ah! Doch, es hat mehrere Heuche. Chancen. Longfellow, du Dummbatz. Wir haben so Glück, dass das hier... Dass das hier nicht rafft. Oh, wie... Was? Hopp, ich schmeiß mich selbst mit Granaten ab. Das ist doch dumm. Oh, jetzt habe ich Longfellow abgeworfen, oder? Na, fast. Wir verbrauchen an diesem Scheißvieh gerade alles, was wir haben. So, jetzt aber, bleib schön da hocken. Das Vieh. Wir müssen genau hier runter. Genau, okay, wir haben es jetzt gleich. Ah, Gottes Willen. Komm doch zu mir, du Bitch! Was willst du von mir überhaupt? Oh, oh, geh weg. Geh weg. Ach. Hätte ich einen Fatman dabei, ist für alles deutlich einfacher. Was ist diese Schose hier? Ich sag, fuck! Nein! Böse! Böse ist die Glinde! Na, der Anna liegt wieder, ne? Na, der hat sich wieder hingelegt. Dummkopf. Was haben wir noch? Die Spitfire, die gar nichts bringt. Jagdball bringt aber auch nicht viel. Oh Mann. Komm doch hierher. Dö, 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 dö. Das war ein schöner Hit. Vielleicht kann ich hier direkt wieder so am the edge stehen bleiben. Jawohl. Jetzt frischste. Ja, wieder ein Critical. Vielleicht gebe ich wo können wir denn den meisten Schaden ziehen? Nirgends. Nirgends. So, Critical in den Kopf. Hat das irgendwas gemacht? Keine Ahnung. Da. Longfellow, helf doch mal kurz noch mit von hinten. Ich hab's jetzt hier richtig schön hängen, das Vieh. Pass auf, gleich kommt das über diesen Stein drüber und ich renne wie so ein Kind weg. Habe ich ja einen Fortschritt. Okay, dann ist vielleicht doch die 5mm Ding jetzt hier aus dem perfekten Stand optimal, oder? Stirb, 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 doch down. 8 Millionen Erfahrungspunkte. Incoming! 146? Das war das krasseste Viech der Welt und ich habe 146 Erfahrungspunkte bekommen, lächerlich. Des Mutantentöters Kartoffel. Reduziert den durch so mutanten Schaden um 15%, lächerlich. Wer braucht sowas bitte? Eine Kochplatte hat's dabei, ja, sehr schön.
Longfellow, wie sieht's aus? Hast du 8 Millionen Dollar, um mir Munition zu kaufen, bitte? Danke. In hey. Dublin, Cersei, where the girls Longfellow. Are so pretty. Longfellow. First hey. Set my eyes on sweet money. Longfellow. Hey. Hey. Bin ganz Ohr. Hallo. Du kannst beruhigt sein, denn Schiffsbrecher ist tot. Wirklich beruhigt bin ich nie, aber jetzt sind wir zumindest du warst eine dabei? Sache los. So froh ich bin, dass das Ding erledigt ist. Ich werde es trotzdem vermissen. Hallo, im Nebel umherzulaufen wird weniger interessant sein. Ach, da die ich weiß, dass die Bestie nicht mehr hinter dem nächsten Felsen lauert. Ich war immer auf der Hut. Dafür bin ich dankbar, trotz der Trauer, die die Bestie über die Insel gebracht hat. Hier, meine gute alte Harpunenkanone. Oh. Ich hatte sie für den Todesstoß für Schiffsbrecher aufgehoben, aber jetzt solltest du sie haben. Du hättest sie vielleicht mal auspacken sollen, Longfellow, du Dummbatz. Mhm. Okay. Aufgepasst. Bin ganz Ohr. Na, komm mit. Mein Gott, das war, glaube ich, der härteste Fight, den ich jemals gehabt habe. Also bei Fallout. Boah. Das war haarig. Hat doch jetzt die ganze Folge lang gedauert, oder? Oder fast. Bestimmt 20 Minuten da rumgepimmelt. Und jede mögliche Munitionsart verschossen oder fast alle, die wir überhaupt hatten. Jetzt müssen wir echt in die City und erstmal einkaufen gehen. Ich denke, wir haben eh genug Cash am Start. Manometer, sprach der Peter. Waren wir zu low einfach? Also wir waren sicherlich zu low, aber haben wir auch die falschen Waffen dabei gehabt? Wo sind die Snitch? Ah, hier sind Leute, sehr schön. Aber wo ist denn die gute alte Genevieve? Genevieve! Wo bist du, Genevieve? Das könnte noch nützlich sein. Kate! Kate, wo bist du? Ich hör dich! Ich hör dich! Unter dem Meer! Ja, ja, ja. Der Kampf ist schon fit, bereit, wieder aufzubrechen. Na klar, Kate, wir sind doch Bettgenossen. Bereit. Gut, dann mach. Aha. Longfellow, du gehst in deine Hütte. Gönn dir deine Hütte. Ich gönn mir die. So. Und, jetzt könnte ich natürlich auch den ganzen Scheiß hier mitnehmen, den ich eingelagert habe. Und zwar die Waffen. Der wisst ja, damit ich die verkaufen kann. Und die Kleidung. Jetzt gehen wir nach Simmer. Ich hasse es. Markierung entfernen. Simmer in the head. Heartbeats den. Und jetzt verarschen wir den Kerl, der die Pistolen verkauft. Aber richtig hart. Wir könnten noch was skillen. Achso, nee, wir haben die Skillpunkte jetzt ja verbraucht. Aber Mantons soll ich nehmen, weil dann haben wir mehr Charisma, bessere Preise, wenn wir kaufen und bessere Preise, wenn wir verkaufen. Liege ich da richtig? Ellebe, Ellebe. Alles, was du brauchst. So. Mantons. Und wir gucken, was wir generell so haben. Also, Char brauchen wir. Charisma. Das hier. Daddy-O bringt Charisma minus 2. Alles klar. Was hab ich gesagt, was wir brauchen? Mentons? Gucken wir mal direkt. Mentantösen. Ha, das bringt irgendwie keinen Charakter. Aber ich nehme es trotzdem mal. Wenn das nicht einer meiner Lieblingskunden. Ja, ich bin's. Was kann ich für dich tun? I need your ammunition, but all. Sag mal, was du da hast. Alles klar. Sollen wir uns einfach alles gönnen, was er hat? Wir gucken mal, was es kosten würde. Im Moment ja nicht viel. Ach du Scheiße. Nee. Wartet mal. Naja, Handel abbrechen. Dann muss ich doch erstmal gucken, was wir überhaupt brauchen. Also, wir brauchen 44er plus. Ja, 44er Plasma 10 mm. 44er. Hast du auch Plasma-Scheiß? So. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann können wir ihm dafür Folgendes verkaufen. Das hier und das hier. Wow, das hat den Preis jetzt ja wirklich enorm gedrückt. Dann haben wir hier unten noch das hier und das hier und noch das hier. Und des Weiteren, mein Freund, habe ich für dich noch einen Bourbon. Und halt alle Abhängigkeiten. Ha. Ich gebe immer noch Buffout mit und zwar 13. Des Weiteren bekommst du noch Psycho.
Und zwar 20. Ja. Und du bekommst noch, und jetzt hör genau zu, spitz die Ohren, Roboter-Reparatursätze. Ich gebe mir einfach alle. Wir haben doch eh nie irgendeinen Roboter dabei, oder? Das ist halt wie Stimpaks für Roboter. Und da ich Leute eh nie aufheben, ach komm, ich behalte halt 3 Stück. Dann haben wir hier noch Radax. Da gebe ich ihm auch gerade die passende Menge. Ich gebe ihm einfach genau die passende Menge. Ha! Und wir bekommen noch 5 zurück. Dankeschön! Okay. Erstmal alles durchladen, was wir hier haben. Wir haben nicht arg viel gewonnen, ich weiß. Vielleicht ist es auch total bescheuert gewesen, das jetzt so zu machen. Aber immerhin haben wir jetzt wieder ein bisschen was. Über unsere normalen Touren bekommen wir jetzt ja auch wieder einiges an Munition. Überlebst du hier nicht lang. Kauf meine Waffe. So. Dann, die Jagdboy, ist sie durchgeladen? Jawohl. Plasmakeule ist natürlich nicht... Oh doch, die ist auch durchgeladen, okay. Alles für die Gesundheit. Okay. Ich denke, das war jetzt aber... Achso, ja, die Harpunenkanone wollte... Ah, jetzt habe ich die Harpunenkanone vom Dödel verkauft, ne? Aber ich glaube, die hatte auch nicht mehr wie 180 Damage und hat halt noch irgendeinen Zusatz. Aber die war bestimmt scheiße. Das ist jetzt ein bisschen dumm. Aber wir sind jetzt auch schon leicht geworden. Wir haben ganz viel Zeug verworfen. Alles klar. Ja, das war's. Okay, läuft. Achso, und das war's auch für die Folge, Leute. Ciao, ciao.